So, weiter geht's mit dem nächsten Spiel und das heißt Hamburg. Also sprich in der Liga. Und da will man natürlich wieder hin. So, Malik, ciao. Möchte gerne spielen, natürlich auch meinetwegen als Macht als Linksverteidiger. Und hat er im letzten Spiel so ordentlich gemacht. Aber es war auch nur aus Fitnessgründen. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit dem nächsten Spiel. Wie gesagt, in der Liga geht es weiter mit Spieltag Nummer 7. Und das heißt der Gegner Hamburger SV. Und ich möchte gerne hier heute was probieren. Oder sagen wir mal, ich möchte heute auf jeden Fall das Spiel gewinnen, klar. So, Kolasinac mal auf die Position ziehen. So. Ja, ich probiere Dinge auch mal aus zwischendurch. Und das ist heute mal das Debüt von Duarte auf der hinten auf hinten links. Schauen wir mal. So, auf geht's. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler. Ja, Larry läuft so langsam in der Form. Traf gegen Leverkusen, traf doppelt gegen Slavia. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Und traf womit auch gegen den VfL Wolfsburg. Und jetzt heißt es wieder Auswärtsspiel. Nach zwei Heimsiegen in Folge. Jetzt mal wieder auswärts, wo man ja so große Probleme hat, ne? In Hamburg. Also auswärts auf jeden Fall. Verloren in Tottenham, verloren in Mainz. Gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Die Niederlage am ersten Spieltag in Freiburg, ne? Nur um ein paar Gegner zu nennen. Naja, er könnte schauen wir mal. Heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Äußerst treffsicher ist er im Moment. Viermal hat er in den letzten drei Spielen zugeschlagen. Heute wird er nachlegen wollen. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir in Hamburg auf jeden Fall diese Auswärtsserie, die haben wir ja in Wolfsburg, haben wir sie ja erstmal gestoppt. Aber wir müssen sie in mal jetzt ein bisschen weiterführen. Dieser zwei Heimsieg ist in Folge Leverkusen geschlagen, Slavia. Das Pflicht, den Pflichtsieg geholt. Aber mal gucken, alles möglich noch. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Ja. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Mit ein bisschen also die Umstellung. Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, auf geht's. Ja, ich habe jetzt ein Problem mit auf der Linksverteidigerposition. Das heißt, ich werde da nochmal nachrüsten müssen. In der neuen, diese Saison. Mal gucken, wer noch kommt. Mal schauen. Andrea Molenko. Sambu Anguisa. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, das müssen wir jetzt abstellen und den HSV versuchen zu starten. Voll in diesen Zweikampf. Schön gemacht. Richter. Das könnte gefährlich werden. Oh, Paulinho, der hat jetzt ein bisschen Luft. Pau! Linho! Der haut das Ding mal oben in den Knick. Siebte Minute, 0-1. Das war richtig knapp, aber der war fast genau gezielt oder Glück. Ja, der hat viel zu viel Platz da oben gehabt und dachte mir, hau mal das Ding mal oben einfach rein. Kameraperspektive.
Ja, das sechste Saisontor ab. Mit dem Brasilianer, der auch so langsam auch in Form kommt jetzt. Und ich möchte Meister werden in der Saison. Die Saison soll auf jeden Fall der Angriff kommen. Spiele ich schon gegen, Leverkusen? Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Spielen nicht gegen Leverkusen heute, die Bayern? Die Tabellenspitze ist für die Gäste heute in Reichweite, aber so ganz haben sie es leider nicht in der Hand. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Und das wäre ein wichtiger Erfolg. Aber die Saison. Es ist noch zu viel Spielzeit heute. Nicht nur heute, sondern allgemein. Ah, schade. Kommt nicht durch. Ja, Alario, der kam nicht in diese, in den Zweikampf. Er geht vorbei am Verteidiger. Und Savic, der das super macht. Lucas Alario. Sie verlieren den Ball. Ja, ich soll auf jeden Fall wieder noch Minimum noch ein Verteidiger kommen, Linksverteidiger kommen. Ah, gucken wir mal, kommen. Was passiert? Ah, weg. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Gut. Lucas Alario. Oh, Glück gehabt. Jetzt der Kobal. Auf Duarte. Klasse Chance jetzt. Duarte, 2-0. Ziemlich identisch mit dem... Ja, vielleicht hat man da was zur Lösung. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell. Und den Abschluss auch noch effizient. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das gemacht. Leandro Duarte mit dem 1-0. 2-0, schon sein erstes Bundesliga-Tor übrigens. Ja, vielleicht habe ich da tatsächlich sogar eine interne Lösung gewonnen, um ohne nachrüsten zu müssen. Aber ich werde nochmal auf jeden Fall gucken, dass ich auf Verzehr mal einen Linksverteidiger verpflichte. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, das 2-0 erzielt. Dann die Aufgabe Hamburg wollen wir relativ schnell abarbeiten, damit wir das auch Thema auch dann nochmal durch haben. Schade, hab ich nicht. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden. Ja, da. Läuft erstmal Savic davon. Aber der erstmal das klärt und dann Zentner. Im Nachfassen, weil nochmal Jatta nochmal reinkommt. 35. Minute, Chance für den HSV. Sie bekommen den Abschluss. Und es gibt Abschluss. Akpoguma, der das dann löst. Paulinho. Paulinho. Lucas Alario. Alario, kein Abseits. Doch war Abseits, sagt der Schiedsrichter. Ja, für mich war es keins, aber okay. Für mich war dann noch Minimum einer da oben, aber gut. Benedetto. Sambo Anguisa. Unaufhaltsam. Oh ja, das gute gibt dann ein bisschen weit, bisschen zu sehr zu spät gekommen. Was gibt der Schiedsrichter? Gibt er da glatt rot? Nein. Er gibt noch gar nichts. Akubuguma lässt noch ein bisschen leben. Freistoß für den HSV. So, und jetzt kommt der FC Schalke nochmal mit der Rose und der ist ja nicht ganz langsam. Der erstmal an zwei vorbei ist. Pause, kurz vor der Pause, um noch das 2-0 zu machen. Und der Keeper da nicht diesen Reflex gemacht, wenn es hier 2-0. Dieses 3-0 kriegt er aber trotzdem noch, nämlich durch die 23 Marco Richter. 0-3 zur Pause.
Weil die Schalker nachgehen, weil die nachsitzen. Weil sie dann nochmal draufgehen und nochmal nachsitzen. Ich glaube, es Kubilanski war es. Jo. Letzte Saison gab es nämlich in Hamburg dieses 1:1. Das will man die Saison verhindern. Man läuft jetzt langsam warm. Also Marco Richter, wie gesagt, macht vor der Pause das Ding wahrscheinlich zu. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Hm. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Die Mannschaft braucht ihn, ganz besonders in der aktuellen Situation, aber ihm fehlt die Bindung. Also Leverkusen liegt gegen die Bayern zurück, damit sind die Schalker momentan vorbei an der Werkself. Weil die ihre Aufgabe mit Bravour lösen. Mit Bravour. Momentan die Aufgabe Hamburg lösen. So, jetzt ist es richtig. Also weiter geht's auf jeden Fall mit der zweiten Halbzeit. Soll ich jetzt irgendwie anfangen, mir irgendwas zusammen zu labern? De Rosun. De Rosun. Glück für den HSV, dass De Rosun seine zweite große Chance nicht genutzt hat. Wie gesagt, ein kurz nach seiner Chance ist so gut als vor dem 3-0. Wir sehen das frühe Pressing. Und dann ist es hier Paulinho. Und dann haben wir Marco Richter. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und da ist es das. 0:4. 53. Alario. Die sind richtig gut drauf. Weiteres Tor. Der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal an. Ja, wenn man dann so ein bisschen mal langsam in Fahrt kommt, funktioniert die ganze Maschinerie. Man gewinnt in Wolfsburg, man schlägt zu Hause hintereinander Leverkusen und Slavia, um sich in der Liga und in der Champions League zurückzumelden. Und jetzt haut man den HSV mal kurz in 4-0. Das jetzt 4-0 weg. Kann natürlich alles passieren, dass noch mehr kommt. Also, viertes Saisontor durch Alario. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Nummer 13, Lukas Alario. Die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anfeuerung der Fans eigentlich gut gebrauchen. Aber darauf können sie heute wohl nicht mehr hoffen. Ah, gut gemacht, Duarte. Der wieder langsam so ein bisschen gerade auf seiner Position heiß läuft. Ist ja die Alternative als neuer Linksverteidiger. Sambu Anguisa. Anspiel kommt gut. Roman Jarenciu. Dario Benedetto. Ballverlust. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den HSV. Ah, Glück gehabt, weil da hinten nämlich einer weggerutscht. Und sonst wäre es durch gewesen. Also Hamburg spielt in München, okay. Ja, ist gut. Ich dachte, wir jetzt schon wieder. Andrea Molenko. Also wenn es so gewesen wäre, dann hätten wir es zumindest machen müssen. Fängt diesen Ball ab. Im Studio gibt es Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Es gab Elfmeter für Bayern Leverkusen, aber Sergio Aguero hat das Tor nicht gemacht. Der Ball geht ja übers Tor, da muss sich der Torwart eigentlich gar nicht groß anstrengen. Steht also weiter 1:1. Richter. Richter! Rein ins Glück. 5-0. 67. Man überrollt gerade den HSV. Dann über den Innenpfosten geht das Ding rein. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung genau. So, dann kann man mal ein bisschen anfangen zu wechseln im Hinblick auf die nächsten Partien. So, dann nehme ich natürlich jetzt Musiala wieder rein. So hat er sich das erhofft.
Nummer 4, die Nummer 23, Marco Richter. Herr Remschuk. Jo, eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht... Rashica, der will da mal vorbei, aber da lässt den Verteidiger diesmal nicht zu. Der angekommen ist er bisher noch nicht, der gute Ravidat Rashica. Sie wechseln aus. Da verlieren sie den Ball. Musiala. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Roman Jaremczuk. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Der Ball kommt hoch rein. Der kommt jetzt über außen. Kolasinac macht sehr gut. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Becker. Musiala. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ah, den kann er da ohne Probleme durchlaufen, Musiala. Jetzt wird es hier Eckball geben. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke kommt in den 16er. Ja, sie können erstmal klären. De Rosso nochmal. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Roman Jaremczuk. Schuss zum Konter jetzt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Kein Abseits, oder? Ja, doch nicht. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Erstmal rausgeforstet. Gibt den Eckball. Und jetzt gibt es die Ecke für den HSV. 86. Minute. Die Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Macht er gut. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Den Schuss verzieht er. Keine und auch der HSV trifft momentan nichts. Ja, Musiala, der es gut macht, mit einem guten Trick da sein auf den Verteidiger stehen lässt. Und genauso wie in Wolfsburg trifft auch in Hamburg zum 6:0 Endstand. Also nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat schon noch die Ruhe, den Ball ganz cool getroffen. Drittes Bundesliga-Tor für Jamal Musiala. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Das ist der Schluss. Die gestern haben heute also gewonnen. 2. Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Und zwar deutlich. So langsam läuft's. War 4. Sieg im 2:0 in Folge. Wolfsburg, Leverkusen, Slavia und jetzt auch der HSV, alles zu Null gewonnen. Passt. So langsam läuft die Truppe warm. Zwei Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Viel Übersicht bei diesem Pass. So. Verdienter Sieg auf jeden Fall, 7 Torschüsse, 6 Tore, passt auf jeden Fall. Da auch so ein bisschen die Chancenverwertung, da haben wir ja auch auf jeden Fall gut gemacht. Und das nächste Spiel, ja, wir sind sogar mal Tabellenführer, ne, weil ich sage, aber die Bayern das Spiel, ihr Spiel verloren, gewonnen haben gegen Leverkusen, scheinbar. Sehe ich das richtig? Und die Bayern tatsächlich die Leverkusen da bezwungen? Guck mal gerade drauf. Ne, unentschieden. Die haben unentschieden gespielt. Ja, mit ein bisschen Glück sind wir auf einmal wieder oben mit dabei. Ne, wie gesagt, Niederlage in Freiburg am ersten Spieltag. Auf einmal sieht das ganze Ding wieder ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen was zu spielen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Oder wir haben noch vor, Cola will noch irgendwas erzählen. Dass wieder viel über ihn spekuliert wird. So, da sind wieder Lausanne aus der Schweizer Liga. Möchte ihn gerne haben. Das heißt, ich nehme ihn mal an.
Mach das Thema zu. So, da sind wir dann. Wer möchte denn da? Kobylanski für Polen. Aha. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Mal ein Heimspiel dann.